Moin moin, ich begrüße euch zu dem 7. Pack Opening auf meinem Kanal und heute gibt es nur ein Pack, aber dafür ein Hammer Pack. Hier nochmal das Team der Woche. Ich habe da mal jetzt mal gerade mal reingeguckt, was im Shop einfach mal so. Okay, mal schauen, was los ist, ne? So mal abgecheckt, ne? Und hab gesehen, es gibt ein Spezialset. Mit 30 Objekten, Mischung aus Spielern und Verbrauchsobjekten, mindestens 26 Gold, 18 seltene. Ich habe 40.000 Münzen, was wir machen, ein Pack gibt's heute, ein einziges Pack. Und ja, ich schaue nicht hin und ich hoffe, es ist mein erster Inform drin. Das wäre so geil, das wäre so geil. Ich würde das ganze Haus zur Sonne schreien, ich sag's dir. Ich schaue auf den Boden. Ich hoffe, weiß nicht, wann es fertig ist. Es ist jetzt fertig. Es ist fertig. Ich schau mal hin. Ach Mensch. Das ist ja voller Schade. Wieso habe ich nur so wenig Päckler? Kann es mir mal jemand erklären? Das ist ja wenigstens für eine Modifikation, das ist ja ganz okay, aber kann es dir jemand mal bitte erklären, wieso ich so wenig ziehe? Alter, 35.000 Münzen in den Sand gesetzt. Die sind alle nichts wert, nichts, null. Ich habe euch echt mal gedacht, ne? Ich ziehe jetzt hier das Pack und irgendwie. Mich mal wieder getäuscht. Ja, das kann irgendwie sein. Ich habe beste Spiele immer noch Mario Balotelli, den ich gezogen habe. Dann noch Studridge ist auch noch ganz gut. Aber ich weiß nicht, wieso. Wieso habe ich immer nur so viel Pech? Das regt auf. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so viel Pech habt, da zum Beispiel jetzt ein Abonnent von mir war, der heißt Matze Gamer LP oder so. Ich habe den abonniert und der hat mich irgendwie zurück abonniert. Auf jeden Fall, der zieht nur geile Sachen, nur Informs die ganze Zeit. Er hat gestern wieder Thomas Müller in Form gezogen, kam dann auch auf dritten Platz von FIFA Goals United. Pack Reactions. Oh, Mann, Mann, Mann. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nein, dann nicht. Und ja, das war's. Servus, macht's gut. Und ciao.